So, jetzt endlich im Bielstein angekommen zur wievielten Runde Mummel der ADAC MX Masters? Vierte Runde schon. Und Bielstein bekannt als ja, ganz schön harte Strecke durch den Wald. Hier erstmal gerade stellen. Wir stehen hier mal ganz schön schräg, also wir sind im Bergischen Land, es geht hoch und runter und ja, wir haben Bock auf Racing nach einem mega geilen Wochenende in Teutschenthal für uns beide und hoffen darauf natürlich aufzubauen. Genauso sieht's aus, Timmy. Jetzt erstmal wird die Kiste ja ausgerichtet und dann geht's ab auf die Strecke. Gucken wir mal. Mal kurz hier Markise drüber fahren. Ganz schön warm heute in Bielstein, aber ich bleib cool und guck, was rauskommt. Ich hab Bock, Zeitrennen lief schon gut und jetzt wird angegast. Ja, erster Lauf ist jetzt vorbei. Schlechter Start, oder bescheidener Start, aber dann gut vorgekämpft, gutes Gefühl für die Strecke gehabt und Platz 10. Ich bin auch an die Vorderleute rangefahren. Vom Fahren her bin ich echt zufrieden, aber es lässt sich schwer überholen. Soll keine Ausrede sein. Ich probiere es morgen besser zu machen und dann gucken wir, was rauskommt. Ja, wie ihr seht, neue Weber-Kollektion. Denke, sieht ganz gut aus. Auch noch das Jersey von meinem Bruder, also die Toko Edition. Und ich finde es mega geil, sehr komfortabel, geiles Design. Von daher checkt mal die neuen Klamotten Flow Motion ab. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns mit den Klamotten auf der Strecke demnächst. Also bis dahin, holt euch den Stuff.
Ja, Leute, erster Lauf ist vorbei. Wie immer Samstag Nachmittag nach einer langen Pause ging es dann ins Racing wieder rein. Mein Start war ganz okay. Ich war gleich Fünfter oder Sechster, konnte dann gleich auf der ersten Gerade ein paar Plätze gut machen und dann in den ersten beiden Runden gut vorfeuern bis auf Platz 1. War dann schnell auf Platz 1, trotz dass man hier ja nicht ganz so gut überholen kann. Habe ich aber gute Spuren gefunden zum Überholen und das war wichtig, definitiv. Leider ist mir dann ein kleiner Fehler passiert. Ich habe das Motorrad ausgebremst und es ging nicht gleich wieder an. Ich weiß nicht, es war so ein bisschen schwerfällig. Dann habe ich noch probiert, weil ich so einen kleinen Abhang runter ging, es anzurollen. Ging auch nicht. Dann muss ich erstmal in Leerlauf rein. Dann, ja, als ich dann wieder loskam, habe ich 5, 6, 7 Sekunden irgend sowas verloren. Aber es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Da war ich natürlich wieder auf Platz 3 und dann bin ich schnell auf Platz 2 vor, war aber so ein bisschen verkrampft dann unterwegs. Also war nicht ganz locker wie davor, aber ja, letztendlich Platz 2. Guter Start ins Wochenende und morgen sind ja auch noch zwei Läufe, deswegen morgen nochmal Attacke. Guten Start und dann genauso fahren wie in den ersten Runden, ohne Ausbremsen und dann wird alles geil. Hey Leute, wie ihr ja mitbekommen habt und sicherlich auch mitgemacht habt, gab es ja aus dem Runders Vlog ein kleines Gewinnspiel. Und zwar konntet ihr ein T-Shirt oder ein Pullover von mir gewinnen. Und ja, jetzt kommen wir hier kurz zur Auslosung. Ich habe es euch ja versprochen, im Bielstein Vlog wird das Ganze ausgelost und ich werde das T-Shirt und den Pullover verschenken. Ja, beim T-Shirt ist es mir relativ leicht gefallen, weil ich hatte ein kleines Fauxpas bei der Autogrammstunde in Mölln. Und zwar ging es da um die kleine Liv und sie hat mir einen Namen gesagt, wie sie auch geschrieben wird. Und ich habe es aber trotzdem falsch geschrieben, weil ich weiß nicht, wo ich mit meinen Gedanken war. Deswegen würde ich dir gerne mein T-Shirt schenken in der Größe S. Das ist die kleinste Größe, die ich habe. Da wächst du aber mit Sicherheit noch rein und ich hoffe, du freust dich. Und beim Pullover mache ich einfach ganz simples Zufallprinzip. Ich scroll jetzt hier gleich durch die Kommentare und dann drücke ich auf einen drauf und der kriegt meinen geilen Pullover. Der Gewinner ist Lancer 659 hat meinen Pullover gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Und jetzt hoffe ich, dass ihr fleißig den Bielstein-Vlog noch weiterguckt und ich euch bald mit meinem neuen Merch auf der Strecke sehe. Ja, Sonntagmorgen. Ich gehe gleich ins Warm-up, mal alle Schrauben checken, eben noch neuen Reifen aufgezogen und ansonsten Samstagabend haben wir alles noch fertig gemacht und auch eigentlich alles nochmal nachgucken und danach den Warm-up nochmal waschen und wieder alles checken. Luftfilter, Benzin drauf, vielleicht eine andere Socke drauf und dann gucken. Gleiches Warm-up, da der CMX Masters in Bielstein. Ich nehme euch jetzt mal eine Runde mit. Wir starten am Ziel oder Startzielbereich, dann geht es in der Links, Doppel und dann gleich einen Triple. Hier muss man die 450er Husky ordentlich durchladen, damit man den Triple hinkriegt. Auf die Startgerade, links hoch in den Wald, hier relativ weit ausholen, damit man Schwung für den Doppel hier reinkriegt. Kopf einziehen, weil man sonst einen Ast trifft. Genau, der nächste Doppel, durch Spuren, anbremsen in eine rutschige rechts mit ein paar Spuren. Rechts, zweiter Gang, hoch, Vollgas, dritter Gang, kleine Kante in 90 Grad links. Hier extrem tiefe Spuren drin gewesen und hier auf dem Beschleunigungsstückchen hoch, auf die Sprünge zu, ist es extrem rutschig. Hier eine Splitlane, links, runter, in eine rechts, Schikane, kleiner Step down. Und dann kommen wir über ja, viele Spuren wieder. Hier fahren sich immer relativ starke Wellen aus in der Rechtskurve. Dann auch hier wieder Innenlinie wählen über den Sprung. Über die Straße, wo sie Dreck aufgefüllt haben, rechts hoch zum Step-Up und höchsten Punkt der Strecke. In eine ganz enge rechts,
Hier ist es ja wichtig, da das Motorrad nicht auszubremsen, links mit relativ wenig Traktion. Hier muss man präzise fahren und kontrolliert am Gas sein. Links auf einen Step-Up und dann doppel in die nächste 90 Grad. Sehr rutschig hier immer, 90 Grad Linkskurve, und hier muss man sehr zaghaft fahren, weil es hier auch rutschig ist. Man muss hart auf der Bremse stehen, auch nicht am Gas sein, dass das Hinterrad nicht wegrutscht. Genau hier zirkelt man rechts rum, links, rechts runter. Dann kommt man so Treppenstufen runter auf den Red Bull Sprungpool. Das macht Spaß, da kann man das Ding mal schön querlegen. Und das auf die schnellste, auf den schnellsten Punkt der Strecke, dritter Gang, Vollgas mit der 450er. Ja, hat man locker 80-90 km/h drauf, schöner Sprung. Und dann geht es links in den Wald hoch, in eine kleine Rechtskurve, wo es dann wieder relativ steil, wenn man es auf dem Video sieht. Runter geht es zum Zielspur, außen wieder nochmal, dass man Traktion hat, und schon wieder im Ziel. Turn up the heat. I'm gonna make my move. Gonna make my move. Get out the way, get out the way. I'm coming through. Gonna do my thing. Do what I do. I'm making waves, I'm blazing trails. I'm coming through. Up, turn on the light. I'm gonna glow and let it shine. I'm gonna go and light it up right. Turn up the heat. Der zweiter Lauf ist jetzt vorbei, also erster Lauf am Sonntag. Nach der Mittagspause immer ein bisschen tricky, weil klar, die müssen wässern, dass sie über den Tag kommen, und war ein bisschen nass anfangs, ein bisschen rutschig, aber ich denke, ich habe es gut gemacht, war am Start auf 4, bin dann schnell vor auf 2 und ja, bin eigentlich ein bisschen auf Max aufgefahren, aber dann, ich weiß nicht, was der gemacht hat, ob der das mit Absicht gemacht hat, dann hat er irgendwie 2-3 Runden gehabt, wo der so weggefahren ist. Und dann halt kontinuierlich den Abstand ausgebaut. Aber ich war die ganze Zeit Zweiter. Jordi war so ein bisschen eigentlich fast die ganze Zeit im gleichen Abstand hinter mir. Ja, zweiter Platz. Zweimal Zweiter. Mal gucken, wie es im dritten Rennen wird. Ich bin heiß, ich bin motiviert. Ich hab Bock. Ja. Das ist, ja. Ist ja scheißegal, wer es ist. Ja, guter Start. Top 5 und ja, die haben komplette Strecke glatt gemacht und gewässert. Totaler Schwachsinn, also macht überhaupt keinen Sinn, sowas zu machen, weil lieber die Rillen lassen, da wird das alles ein bisschen technischer und auch, wo man präziser fahren muss. Aber ja, egal, ist für alle gleich. Und ja, guter Start. Leider dann von jemandem ordentlich Volley genommen worden, also ja. Ich war halt außen, habe die Tür etwas, also leicht offen gelassen, und naja,
dann wurde mir unsanft das Vorderrad weggenommen. Ja, ich will nicht rumflennen, passiert, ist nun mal so. Muss man sich gegebenenfalls Respekt verschaffen beim nächsten Mal. Und ja, Einlauf ist noch, von daher, ich probiere nochmal alles zu geben. Platz 21 ist natürlich sinnlos, aber kann man nicht ändern. Es sind auch solche Rennen dabei und klar, es liegt alles ganz eng beieinander. Und nachher gucken, wie es wird. Zufrieden sein. Mit etwas Wut im Bauch geht es dann doch ganz gut und guten Start gehabt, gleich auf Platz 4, konnte etliche Runden mit den vorne mitgehen. War ganz einfach, muss ich sagen, also hört sich immer doof an, aber es ist dann doch einfach und ich wusste nach Teutschenthal, dass ich da mitgehen kann und das macht einfach viel. Rein mental ist es so ein Boost für mich und ja, Platz 4 im dritten Lauf, also heute im letzten Lauf am Sonntag und ja, geiles Rennen. Wie gesagt, ich muss dann immer ein bisschen Tribut zollen. Ich bin das noch nicht so ganz gewohnt, am Anfang so zu pushen, aber ich kann's. Ich bin am Anfang gut mitgegangen und mal gucken, was die Saison noch bringt. Also ich bin mega motiviert. Es gibt mir nochmal wie einen zweiten Frühling. Ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich hoffe, dass es so weitergeht und ja, hab Bock auf mehr und mal sehen, was am Ende noch rauskommt. Von Kodak Racing aus Deutschland. Großen Applaus. Ciao! Erstmal nochmal großen Applaus für Jordi Texier, Max Nagel und den Sieger Tom Koch. Also Leute, ihr seht ja, der 1 steht wieder da, das ist mega geil, Back-to-Back. Gesamtgewinner der letzten zwei Veranstaltungen mit 3x2 dieses Wochenende. War ein solides Wochenende, ich habe geschafft, habe gute Starts gemacht und Champagne gab es auch, mega geil. Zweimal Gesamtsieg, der Einzige, der dieses Jahr das geschafft hat bis jetzt. Und jetzt geht es um eine kleine Sommerpause der ADAC MX Masters. Ich bleibe dran, hoffe natürlich mit den nächsten Gesamtsieg zurückzubouncen. Und ja, alles andere könnt ihr ja bei uns auf dem Weberwerke YouTube-Kanal verfolgen. Also like, abonniert und dann werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten. Das war es jetzt erstmal von Bierstein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es Fragen gibt, schreibt sie in die Kommentare und
bis irgendwann mal. Nächsten Riders Day. Macht euch bereit. Bis dahin, wieder mit Vollgas.